Hallo zusammen hier aus Hockenheim. Heute ist Sonntag, wir kommen gerade aus dem Endurance und wie das Ganze gelaufen ist, erzählt uns unser technischer Leiter, der Herr Uschold. Leider sind wir gerade im Endurance nicht durchgefahren, also wir sind ins Endurance gestartet. Erste Runde war eine gute Zeit, zweite Runde besser, dritte Runde war auch gut, vierte Runde auch. Aber leider in der fünften Runde haben wir einen technischen Defekt am Fahrzeug erlitten und haben leider das Endurance da abbrechen müssen. Das Fahrzeug hat technische Probleme und wir werden dann in Amberg genauer gucken, wo die Fehler liegen. Auf jeden Fall bin ich richtig stolz auf die Leistung, die das Team verbracht hat in den letzten Tagen. Viele Überstunden, viele Nachtschichten. Genau, und ich gebe es mal im Mikro an die Julia weiter. Ja, ich kann mich dem Herrn Uschold bloß anschließen. Unser Team hat die letzten Tage wirklich richtig hart gearbeitet, damit das alles so funktioniert hat, wie es bisher die Tage funktioniert hat. Wir können eigentlich glücklich sein, dass die dynamischen Disziplinen, wie sie bisher waren, eigentlich sehr gut waren für uns, besser als gedacht. Ich glaube, das Team ist jetzt trotzdem, wie es jetzt ausgegangen ist, auf das Ergebnis stolz. Und wie der Herr Uschold schon gesagt hat, in Amberg wird erneut das Ganze in Angriff genommen und damit in Österreich dann alles gut geht. Wie schätzen Sie denn die Leistungen des Teams ein, da wir eigentlich ohne wirkliche Testkilometer hier in Hockenheim angereist sind? Naja, wie so die Art von Herrn Uschold so ist, hat er wieder stark untertrieben. Die haben im Grunde genommen das ganze Team oder ein Großteil des Teams hat eigentlich die ganzen Nächte durchgemacht. Und wir sind zweimal in Amberg gewesen. Gestern und vorgestern haben noch in Amberg Teile gefertigt, die dann ja früh morgens hier eingetroffen sind und dann wurden die hier eingeschraubt. Also das ist schon eine sehr, sehr beeindruckende Leistung. Also Respekt. Und es ist, denke ich mal, das zeigt eigentlich auch ein Team aus, dass es eben halt nicht nur bei schönem Wetter segeln kann, sondern eben halt auch mal bei schlechten. Natürlich werden wir jetzt noch kurz brauchen, bis wir uns wieder etwas gesammelt haben, werden dann aber heute Abend trotzdem, denke ich, die Party genießen und dann die Zeit bis zu den nächsten Events nutzen, um das Auto nochmal kräftig zu testen und dann erneut in voller Stärke anzugreifen.